Willkommen zurück, Leute, zu Ni no Kuni. Im letzten Part haben wir Katzbuckel befreit. Und es ist nun an der Zeit, wohl mit Al-Kuwait weiterzumachen. Schauen wir mal, wie es denen dort mit dieser, ich möchte fast schon sagen, Seuche ergangen ist. Okay, er will auf jeden Fall, die sind hier angriffslustiger, so wie es ausschaut. Aber das macht nichts, kriegen wir trotzdem platt. Na, kein Problem. Wir müssen sowieso, also ich habe so das Gefühl, wir müssen noch ein bisschen leveln, weiß nicht. Ich mache mir da echt Sorgen, dass es am Ende nicht reicht oder dass wir jetzt... Was kann das denn? Dass wir jetzt bald irgendwie an irgendeinen Bossgegner kommen und dann scheitern. Weil ich glaube einfach immer noch, dass der Kampf gegen König Tom, dass da was falsch lief. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es so einfach gehen muss. Der ist ja einfach stehen geblieben. Der hatte ja wieder volle Energie bekommen. Oder sagen wir fast volle. Und dann blieb er einfach stehen und wir konnten durchgehend draufkloppen, bis er tot war. Und das kann einfach nicht richtig gewesen sein. Ich weiß es zwar nicht, aber ich kann es mir halt nicht vorstellen. Sagen wir, wie es ist. So. Der Wollo kann sich das nicht vorstellen und aus dem Grund wird es auch nicht so sein. Vielleicht. 15 Golden, oh mein Gott, jetzt geht's aber ab. Ich weiß nicht, soll ich die Kämpfe machen? Ah, es wäre bestimmt besser, aber ich möchte halt auch auf der anderen Seite irgendwie relativ schnell durch jetzt. Ich will nämlich wissen, wie die Story weitergeht. Ah, es ist ärgerlich. Auf der einen Seite willst du halt schnell durch wegen der Story. Aber wenn du schnell durchrascht, dann wirst du auch irgendwann merken, dass das ein Fehler war. Seien wir doch ehrlich, und dann kostet es mich wieder extrem viel Zeit. Boah, die haut aber echt rein. Nicht übel. Ja, also schwach sind die Gegner nicht, aber ist alles durchaus zu schaffen. Ach, wahrscheinlich müssen wir doch ein bisschen dranbleiben. Also auf die faule Haut legen dürfen wir uns nicht. Ansonsten kann man ja auch immer noch wieder einen Level-Part einlegen an sich. Ist ja eigentlich nicht so. Eigentlich keine große Sache. Ja, von daher. Passt schon. Also wir können hier theoretisch wirklich ohne Probleme durch. Gut, ohne Probleme ist untertrieben, aber Augenöffner, braucht doch kein Mensch. Ja, und da ist schon wieder der Checkpoint. Weißt du was, wir machen das auch. Wir rennen jetzt schnell zum Checkpoint. Und schau mal, was uns das bringt. Ich bin mal gespannt, die Kulifen, ey. Das ist auch noch so ein riesen Monster an sich schon. Wenn die sich verwandelt, was daraus wohl wird? Oh Gott, das kann nichts Gutes geben, Leute. Das kann nichts Gutes geben. Aber vielleicht geht's der Kulifin auch gut. In Schweinfurt dürfte ja normalerweise kein Bossgegner sein. Flippin' heck, that big beast was cowing familiar. Oh no! The Kulifa too? Königin Laktitia. Saure, man weiß es nicht. Oha. Jetzt wird sich zeigen, ob das ein Fehler war. Ja, Rosea, ne? Da zeigst du wieder, was du kannst, hoffe ich. Plasmasphäre und... Ja, was soll's. Ach, die kriegen wir schon platt. Royales Rodeo. Nicht Angriff, nicht Angriff. Verteidige dich. Weil die irgendwie gar nichts macht. Ich weiß nicht, sind die irgendwie, also... Irgendwie kommen mir diese Gegner zu leicht vor. Ich meine, dafür, dass das hier so... Sind das die letzten Bosse im Spiel vor der großen... Vor der großen Königin? Ich weiß es nicht. Könnt's mir halt vorstellen. Verteidigt euch mal lieber. Sicherheitshalber. Wieso hab ich jetzt Energie verloren? Kann mir keiner sagen, wa? Kriegsschrei und... Drauf da? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Schnöder Schrauber. Okay, macht's in die falsche Richtung, von daher macht's mir nichts. Ah, ja gut, das zieht gut Energie ab, aber insgesamt ist es nicht schlimm. Weil wir halt auch durch unsere Attacke gut Energie dazu bekommen. Jedes Mal 5. Ja, jetzt nur noch 4, weil ich nehme mal an, dass der Kriegsschrei nicht mehr lange hält. Aber ich würde sagen, wir setzen erstmal weiter darauf. Maxi bis zum letzten Moment. Okay, Rosea macht... Boah, geh da weg, geh da weg, geh da weg. Nicht so dicht da dran.
Nicht so dicht da dran. Du bist eher ein Fernkämpfer. Denk daran. Ja, alles. Oh, das hat mich getroffen. Das hat mich gut getroffen. Wie wär's denn mal mit einer kleinen Heilung hier über Enike? Richtig. Ah, auf dich ist Verlass. Mir wurde auch gesagt, ich soll lieber mit über Enike kämpfen. Aber ich finde, dass Esther das an sich gar nicht schlecht macht. Also von daher kann Esther da ruhig alleine kämpfen mit der. Ne? Da mache ich mir keinen großen Kopf drum. Ja, seht mal, das ist doch gar kein Problem. Sie ist jetzt zwar gleich wieder fertig mit der Welt, aber das macht nichts. Maxi das wahrscheinlich gut regeln wird. Ja, passt schon. Nehmen wir halt ein bisschen Energie, das ist aber nicht schlimm. Kriegen wir auch alles wieder dazu. Verteidige dich mal schnell. Wegen dem royalen Rodeo, da habe ich gerade keinen Bock drauf. Hm. Macht aber nichts. Na. Hau ihn um. Hau sie um. Hau sie um. Hau sie schnell um. Vor Mark hast ihn noch bleibenden Schaden kriegt. Okay, jetzt geht's erst los. Jetzt rastet sie wieder aus, ja. Sollte man zumindest meinen. Verdammt, sieht ganz so aus, als hätte sie vor, dich zu rammen. Pass bloß auf, Olli, die ist ein echt dicker Brocken. Hm, wenn sie noch mehr wiegen würde, dann käme sie vielleicht gar nicht mehr hoch. Los, Mann, versuch sie mit einem Zauber zu beschweren. Okay, wir versuchen es, weil es gibt ja diesen Zauber, wo ich der Meinung bin, das bringt nichts. Ballast. Das schlägt ja sowieso immer fehl. Da halte ich nichts von. Fliegende Kuh konnten wir aufhalten. Das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut. Also ich weiß nicht, das kommt mir zu einfach vor alles. Das ist der Wahnsinn. Aber die macht schon wieder nichts. Oder wurde die beschwert? Weiße Wolke, hau sie... Halt's auf. Konnte sie aber nicht mehr, na egal. Hauen wir mal den Abendstern raus. Einfach, weil wir es können. Auch weil es eine coole Attacke ist und wir die noch nicht so oft gesehen haben. 322. Dafür der Zeitaufwand ist zu groß, finde ich. Es geht mit anderen Sachen einfach schneller. Okay, wir sollten uns aber echt nicht rammen lassen von der. Verteidigen. Weiße Wolke. Tja, war doch uninteressant. So, Plasmasphäre. Könnt ruhig wieder angreifen, Leute. Der hält aber auch noch echt viel aus. Oh Gott, ja, nee, das ist jetzt doof, das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Wenn die ständig auf mich geht, ist das echt doof. Das kann ich nicht gebrauchen. Nein, weg, 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 weg. Mach doch mal Angriff, greift mal lieber an. Voll daneben. Ja, wenn die auf mich geht, ist das echt schlecht, denn... Gehst du jetzt immer noch auf mich? Kann mich mal jemand heilen? Oder muss ich mich hier echt selber damit heilen? Ah, gut. Ah, wieder volle Energie hier. Fliegende Kuh. Ah, scheiße. Beim letzten Mal konnten wir sie ja aufhalten. Oh, oh. Und betäubt. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ey, ich werde ja jetzt wohl nicht am Ende noch drauf gehen. So, Olli. Boy, du machst mal... Phönixfeder auf Markasin. So das Gefühl, das ist keine allzu schlechte Idee. Ich mal die Kamera so drehen, dass ich auch was sehe. Dann ansonsten mal Morgenstern. Nächstes Mal wieder dick Schaden zu machen. Das ist eine gute Idee, ist mit Maxi. Oh, toller Treffer. Passt schon. Autsch. Nein, das ist keine gute Idee. Dann macht ihr einfach zu viel Damage. Nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich, nicht auf mich. Geh weg. Lass mich doch mal in Ruhe. Oh, weiße Wolke können wir locker ausweichen, ist kein Ding. Jetzt mal ein Wasserspeier hinterher, ist ja auch nicht schwach. Bam, 155, hast du davon. So, oh Gott, die MP gehen aus. Die MP gehen aus. Das Schöne ist... Wir haben aber insgesamt nicht viele MP gebraucht, um hier so weit zu kommen. Ladung nochmal. Ja, viel mehr geht auch nicht. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt auch so. Och, war nur noch ein Schlag. Nicht mal ein Item verbraucht, oder? Ja gut, eine Phönixfeder.
Aber das ist absolut im Rahmen. Ich denke auch, dass wir hier jetzt Cheeseburger und Espressos und so kaufen können. Oder zumindest starken Kaffee. So in die Richtung. Jeder steigt hier nochmal so gut wie ein Level auf. Zumindest von den Vertrauten. Fallakit, das ist. Ein riesiger Eiszapfen stürzt aus dem Himmel und fügt Gegnern in weitem Umkreis Wasserschaden zu. Okay, momentan benutzen wir heilende Träne, Erleuchtung. Sie benutzt Erleuchtung nie, oder? Ne. Benutzt sie eigentlich nie. Wisst ihr was? Dann tauschen wir Erleuchtung aus und lassen dafür Fallakit rein, ja. Wie gesagt, wenn sie das halt nie benutzt, dann macht das keinen Sinn. Macht's ja nicht. Ist doch Blödsinn, wenn wir das jetzt drin lassen. Right. Leave it to P. Sanctify. Meine Güte, wir fühlen uns, als seien wir aus einem sehr langen Traum erwacht. Oder vielleicht aus einem ganz kurzen? Wie verwirrend. Ein Traum von einer schrecklichen Rinderbestie. Wir sind nicht amüsiert. Aber du bist doch eine Muku. Oh, welch bezauberndes kleines Ding. Du bist doch... Woher kommst du denn? Königin Lactitia, seid ihr verletzt? Oh, du meine Güte. Du meine Güte. Dieses ebenmäßige Antlitz, diese funkelnden Augen, der große Weiße aus Schweinfurt, wie er leibt und lebt. Junger Mann, euer Porträt wird euch nicht gerecht. Ihr seid eine Offenbarung, eine Vision. Oh ja, sie hatte ein Bild von ihm, nicht? Irgendwie peinlich. Majestät, ich hoffe, ihr seid unverletzt. Uns geht's hervorragend. Vielen Dank, Abula. Du sollst dir viel mehr Sorgen um den Zustand unserer geliebten Stadt machen. Spute dich, bringe uns Neuigkeiten von unserem Volk, sofort. Ja, eure Majestät, euer Wunsch ist mir Befehl. Wir sollten zurück auf den eisernen Drachen, Oliver. Richtig, richtig. Diesmal gar nicht so viel rumlabern wie beim letzten Mal, sondern wir wollen einfach schnell wieder zurück nach Al-Kuwait, um einzukaufen. Verdammt, dass die einen jedes Mal hier sofort rausreißen. Jetzt bleibt nur noch ein Königreich zu retten, was? Aber ich bin immer noch ganz platt wegen Pias Magie. Sie ist ja ein richtiger kleines Kraftpaket, was Magie angeht. Echt? Ja, ihre Magie lässt sich nur als wunderbar beschreiben. Der Zauber Läuterung. Er fehlt im magischen Begleiter. Oh, was ist mit der Blume? Wir haben doch gehofft, dass wir noch eine Blume finden, wenn wir diese Kristalle zerstören, oder? Ich enttäusche euch nur ungern, aber ich habe mich kurz umgesehen, während ihr mit Kämpfen beschäftigt wart und ich konnte nichts finden, Mann. Da war eine Blume. Seht, sie ist hier. Was? Wo zum Kuckuck hast du die denn her? Meint ihr, dass vielleicht nur Pia sie finden kann? Das würde Sinn ergeben. Sie scheinen irgendwie mit ihrer Vergangenheit zu tun zu haben. Ich frage mich, ob diese hier uns ein bisschen mehr über sie erzählen wird. Kann schon sein. Es macht mich ein bisschen nervös, was wir vielleicht herausfinden werden. Sag mal, Pia, könntest du sie uns zeigen? Klar, kann ich. Hier. Apis, at least I have you to talk to. What the council are doing? Can it be right? Earlier on, I overheard the captain of the guards. He said the kingdom was in a parlous state. He spoke of people too poor to buy bread and of the starving dying in the streets. Yet, the council assure me all is well. Just who is telling the truth? Tell me, Apis. This is most troubling. The Queen persists in her wish to involve herself in the affairs of state. Should this continue, she may realize that it is we who now rule the kingdom and alert the populace. Surely it would do little harm to allow her to sit on the council. Provided that we keep the more sensitive matters from Her Majesty's hearing. Yes, and ensure that she is made publicly responsible for all of the Council's decisions.
Ha! A most splendid idea. We shall keep our kingdom while she takes all the blame. Father, I know you will be proud of me. Today, the council gave me their approval. I am to be involved in the affairs of state. Now I can work for the best interests of my subjects. I have taken a long, hard look at myself, and I have decided to put my subjects first and do all I can to rid the world of war and famine. Father, I have learned of the existence of an ancient spell with the power to end all suffering. I shall do you proud. I vow that I will master that spell and save my subjects and kingdom from despair. Soon, Father, soon I shall bring the light of hope into the lives of my people. Damit ist auf jeden Fall alles klar. Sie ist die Weiße Königin. Beziehungsweise, ja, also, natürlich kann da noch irgendwie was passiert sein zwischendurch, dass sie es doch nicht ist, aber gehen wir erstmal davon aus. Ja, und der Rat scheint noch mehr dahinter zu stecken als die Königin an sich selbst, vielleicht. Es wird sich aufklären, nehme ich an. Hä? War das Pia? Aber die war doch erwachsen, Junge. Dann war das nicht sie. Komm schon, sieh sie dir an. Wenn sie so alt ist wie das Mädchen, das wir eben gesehen haben, wird sie genauso aussehen. Glaubt ihr, wir haben ein Ereignis aus Pias Zukunft gesehen? Wenn das der Fall wäre, würde ihr Königreich noch irgendwo existieren. Ich frage mich, wo es sein könnte. Das dachten wir. Wir würden endlich die Wahrheit über Pias Identität erfahren. Aber das Ganze scheint nur noch rätselhafter zu werden. Für euch vielleicht. Tja, eines weiß ich mit Sicherheit. Dieser Rat der Zwölf ist mir nicht geheuer. Den traue ich nicht über den Weg. Die führen bestimmt nichts Gutes im Schilde. Ja, arme Pia. Also hier rumzustehen und groß zu schwatzen bringt uns gar nichts. Denn draußen gibt es wahrscheinlich noch mehr Blumen. Gehen wir los und finden sie. Du hast recht. Pia, du sagst uns Bescheid, wenn du wieder eine Blume findest, oder? Ja, ich finde noch eine für euch. Dann müssen wir zum letzten der drei Königreiche. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. Du erhältst die Blume der Zuversicht. Okay, Leute, dann gehen wir noch ganz schnell wieder mal nach Al-Kuwait. Aber vorher... Heilung. Kann ja nicht schaden. Nee, also nach Al-Kuwait gehen wir noch ganz schnell, kaufen ein, hoffen das Beste. Und danach... Tja. Danach geht's nach... Hamlet, wollte ich gerade sagen, weil im englischen Original nennt sich die Stadt Hamlet, also Schweinfurt. Tja. Aber wer wird da der Boss sein? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht wurde der alte Kaiser wiederbelebt oder so. Man weiß ja nie. Es passieren ja die verrücktesten Dinge auf jeden Fall. Von daher. Und jetzt gib mir bitte was Vernünftiges zum Einkaufen. Bitte, ich flehe dich an. Nach Waffen brauche ich gar nicht erst gucken, weil ich meine, wenn wir hier nicht mal Cheeseburger und so kaufen können in Katzbuckel, dann werden die Waffen auch nicht verbessert worden sein. Und naja, wenn wir ehrlich sind, unsere Waffen sind ja auch nicht so schlecht. Wir kommen ja echt gut klar. Da gibt es ja keine großen Probleme. So, meine liebe Boutique-Besitzerin, das Uhu-Großmütterchen, dann gib mal her. Was hast du denn? Eiskaffee, es bringt eigentlich nicht viel, aber immerhin Phönixfedern. Da kann man auch ruhig ein paar mehr von haben, ja. Wobei 10.000 ist ein bisschen sehr teuer, ne? Ja, komm, nehmen wir noch 8 dazu, dann haben wir 12. Also, wenn wir mit 12 Phönixfedern nicht durchkommen, dann habe ich halt Pech. Ist so. Das muss ich dann hinnehmen. Ich würde sagen, Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn wir, ja, in Schweinfurt sauber machen. So könnte man es sagen. Wieso? Ja, komm, jetzt mach hinne. Ich wollte jetzt hier... Ja, gut. Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.